Hallihallöchen und willkommen zurück zu einem weiteren Part. Mein Name ist Gelato86 und wir spielen das Spiel Final Fantasy 15. Ja, ich dachte mal zu einer kleinen Abwechslung, dass wir eventuell auch mal was anderes machen in Missionen. Weil wir haben die letzten paar Parts halt diese Schatten von Schlag mich tot gemacht. Das können wir dann auch bald wieder machen. Ich dachte, ich mache in dieser Mission einfach hier Spiegel der Seele und Glühwürmchenjäger. Und mal gucken, was noch so auf uns kommt. Eventuell machen wir danach noch ein paar Jägermissionen, weil wir sind immer noch kein Rang 10. Wir müssen auf jeden Fall noch auf Rang 10 oder so kommen. Und ja, mal gucken, was sich so in diesem Part alles sich so ergibt. Schauen wir mal. Los, Kleiner. Dann würde ich mal sagen, wir reiten dorthin, wo wir hin müssen, und das ist irgendwo hier oben. Irgendeine Erkennungsmarke finden. Und da sind wir auch schon fast am Zielort. Wahrscheinlich müssen wir hier irgendwas wieder freaken. Mal gucken. Danke. Okay, das ist ein etwas größeres Gebiet, wo es sein könnte. Okay, zumindest nicht in der Mitte, wahrscheinlich irgendwo so am Rande. In irgendeiner Ritze von diesem gigantischen Berg. Ah nein, hier vorne ist es. Alles klar. Hier vorne ist es. Ich sehe Monster. Nee, doch. Ja, hier. Ich nein! Das alleine. Du kannst hier bleiben. Verdammt. Von Claudio. Nerv nicht. Du alleine Show abziehst. Das ist meine Dingste hier. Ich bin der Held der dann Geschichte. Man nannte mich Noctis. So, wo ist das Gockel? Wo ist der Gockel? Gockel, Kokoriko. So. Und das war's. So, und wo ist die Marke? Ach, davon ist sie auch schon. Eine Marke. Wir sollten sie Dave bringen. Genau, das machen wir jetzt auch. So, genau, wir machen das erstmal mit Dave fertig und dann nehmen wir die andere Mission. Das mit den Glühwürmchen suchen oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall für die Sanya. Oh, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend. Wie überraschend. Was soll das heißen, überraschend? Das ist richtig. Wir haben im letzten Kampf, oder zumindest haben wir, hey, so, haben wir viele Heiltränke verschwendet. Und ja, jetzt nicht so viel, aber ja, also auf jeden Fall ein paar Stück können wir uns leisten. Wir haben nicht mal eine Phönixfeder verschwendet. Okay. Waren wir so gut in dem Dungeon davor? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Na gut, wir geben jetzt die Quest den guten Dave ab. Und dann werde ich diese Glühwürmchen-Quest annehmen. Beziehungsweise ich habe sie schon angenommen. Dann werden wir sie machen. Keine Ahnung, was wir da machen müssen. So, hallo. Sehr schön. Eure Mühen haben sich ausgezahlt. Und eine rastlose Seele findet endlich Frieden. Spiegel der Seele, fertig. Okay, jetzt will ich gucken, gibt es noch weitere Missionen? Von Dave? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Das war so mit einer der letzten Missionen. Es sei denn, das spawnt gleich irgendwo anders. Okay, zumindest ist noch kein Fragezeichen hier aufgetaucht. Naja, wie auch immer. So, wir machen jetzt Aufgabe. Genau hier, Glühwürmchenjäger. Und das ist hier im Wald. Das ist im Wald, das heißt, wir gehen jetzt dorthin. Jo, wir gehen einfach dorthin und dann sehen wir uns gleich, wenn ich dort ankomme. Ich bin ziemlich erschöpft. Wir sind ja auch viel gelaufen. Ja, jetzt sind wir jetzt langsam angekommen. Hier vorne auf der Karte zeige ich es nochmal. Und hier müssen wir dann tatsächlich jetzt diese Glühwürmchen, weiß ich auch immer, jagen. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich auch so wie Frösche, dass die irgendwo einfach verteilt sind oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden es aber rausfinden. So. Okay, das ist im letzten Gebiet. Ja, das sollte zu schaffen sein.
Das sollte zu schaffen sein. Erstmal müssen wir hier durch. Gibt es wahrscheinlich wieder ein paar Gegner, denen wir den Hintern versohlen. Wie lästig. Aufgepasst. Diese komischen Goblins, die haben echt immer sau viel HP. Das ist unglaublich. Die sind Level 17. Wir sind Level 99 und tun trotzdem Jahre auf die eindreschen. Naja. Und so ist das halt. Boah, wie krass ich Damage mache. Das ist. Ich liebe diese Dolche. Ich liebe diese Dolche. Das ist unglaublich. Verdammt, warum habe ich zu lange gewartet in dieser Mission? Naja, ich konnte sie ja wirklich nicht früher nehmen, weil die war ja ab Level 99. Jetzt fällt mir ein, wir können auch diese Mission machen. Es gibt ja noch einen Level 120er. Ich glaube, so ein Samurai-Krieger. Und zwar in Destalium. Die Mission ist auch 99. Und ich denke mal, die können wir eventuell auch annehmen. Wir sind hier voll. So, jetzt will ich noch mal kurz gucken, ob ich irgendwie Magic herstellen kann. Weil ich glaube, wir können wieder Magie. Ja, können wir. So, was machen wir denn Schönes? Mal gucken, ob ich irgendwie Items dafür habe. Ich habe keine Ahnung, was ich so verwenden kann. Ich glaube, die Eier haben wir letztens verwendet, ne? Mir wäre irgendwas cool, wenn wir irgendwas wieder mit Kette machen würden. Weil Kette ist echt cool. Zweierkette, Viererkette. Mithrilschaft, ja geil. Ja, wie geil ist das denn? 21 Stück. Oh. Reit bis zu viermal, wie geil. Zum Glück haben wir dieses Trilzeug immer behalten. So 21 Stück, sehr geil. Oh, ich feiere das jetzt schon. So, erstmal Inventar liegen lassen. Schließlich haben wir hier noch irgendwas. Ja, hier können wir angeln. Brauchen wir aber erstmal nicht. Stimmt, da wir jetzt wieder keine Mana haben, können wir wieder was abzapfen. Also Magie, Mana. Gibt es hier nur Feuer? Ne, da ist auch Eis. Und da hinten ist irgendwo Blitz. Gut, können wir alles abzapfen. Vielleicht sollten wir heute hier übernachten. So, jetzt die Frage, wie kommen wir... Ach jo, wir müssen da hinten lang, okay. Ich bin hier irgendwie falsch abgebogen. Warte mal, wo müssen wir lang? Ach so, da hinten, okay. Nee, campen brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Weil, ist so. So, wo sind denn jetzt diese Glühwürmchen? Ich hoffe, man kann die gut erkennen. Nein, verdammt. Ich wollte doch kein Magic. Na toll. Jetzt habe ich Magic verschwendet. Weil wir es noch rausgerüstet hatten. Naja, gut. Ist ja nicht so schlimm. So, jetzt die Frage. Wie sieht man diese Glühwürmchen von... Von Weitem? Oder sind das so kleine... Also ich natürlich weiß ich, was ein Glühwürmchen ist. Aber ich weiß ja nicht, wie das hier dargestellt ist im Spiel. Kann ja sein, dass das irgendwie wie so ein Käfer, der einfach leuchtet oder so auf dem Boden. Ne, und deswegen gucke ich mich hier erst mal überall um. Juhu! Da, ich sehe es. Okay, man kann die einigermaßen gut sehen, das ist gut. Wobei, hier gibt es ganz viele. Aber ich muss die einsammeln, die so ganz stark leuchten anscheinend. So, sehe ich noch irgendwas? Hier ist alles nix. Da ist noch eins. So, und brauchen wir noch eins? Wahrscheinlich da hinten, oder? Ne, hier. Ach so, das war die Spiegelung im Wasser. Ne, gut.
Ach so, da oben. Alles klar, wir haben es gefunden. Wir haben alle drei gefunden. Das war doch einigermaßen einfach. Das sollten wir bei Zeiten mal Sanja bringen. Jo, das war's. Wir haben es geschafft. Also raus hier aus dem Dungeon. Ja, wir sind jetzt hier raus. Jetzt muss ich gucken. Ja klar, erstmal geben wir die Mission zurück. Und was wir danach machen, das sehen wir dann gleich. Schön runtergekommen. Hab dich nicht so. Freu dich lieber, dass wir hier Waffen kaufen können. Und zurück zu Sanja. Die auch da vorne schon wartet. Sehnsüchtig auf ihre kleinen Glühwürmchen. Ich habe keine Ahnung, was sie mit denen macht. Aber das ist auch uns egal. Hauptsache, wir haben sie jetzt zurückgebracht. Und damit ist die Mission für uns abgeschlossen. Wow, was war das denn für eine lange Creature? Wie geil. Oh, wunderbar. Vorbildlich konserviert. Hier ist euer Lohn. Jetzt kann ich es kaum erwarten, meine Forschung zu beginnen. Oh lala. Was sehen meine Äuglein da? Eine junge Dame. So, was haben wir jetzt bekommen? Jetzt habe ich gar nicht geachtet, was wir bekommen haben. Mist. Naja, wird schon irgendwas Cooles sein. Ich frage mich, was das damit auf sich hat. Also hier habe ich keine Ahnung, was ich hier machen muss. Weil hier ist nichts angezeigt, wo ich... Also steht irgendwelche Zutaten aus Tenebrae. Naja, auf jeden Fall werde ich mich dann noch informieren, was das auf sich hat. Genau, als nächstes gehen wir jetzt mal zu Sid, weil... Hey, wie geht's gut? Weil er uns unsere Waffen fertig hat. Also zumindest ein paar Stück. Oder eine, keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall die Waffen modifiziert und ich guck mal, wie weit wir da jetzt sind. So, wo ist unser Auto? Auto, wo bist du? Ah ja, hier vorne. So, warte mal, warte mal. Haben wir... Genau, hier gab's ja was zum Jagen, aber ich glaube, Rang haben wir noch nicht, oder? Ah, ihr seid zurück. Den Rang... Was führt euch her? Was führt uns her? Na, genau. Schafft ihr das? Ja, wir schaffen das. Allerdings müssen wir das erst nochmal auf Rang 9 tunen. Ich weiß gar nicht, wo jetzt die Monster sind. Wo jetzt Rang 7 oder Rang 8 oder sowas. Das muss ich mal gleich schauen. So, Karte. Erstmal zu Sid nach Hammerhead. Und da sind wir auch angekommen. Wie wär's mit einer Pause? Also schnell zu Sid. Und ja, auf zu Sid. Da steht auch der Rabauke schon. Hallöchen. Hey. Ah, Noctis. Hier ist das Prachtstück. Bioblaster, okay. Das ist jetzt Bioblaster 2 wahrscheinlich, oder? Oder? Plus, Bioblaster Plus, okay. Was hast du denn noch? Wirbelsäge, ja. Prächtig. Ich zauber euch was Schönes draus. Okay, können wir noch irgendwas abgeben? Nichts prächtig. Nee, gut, jetzt müssen wir wieder warten. Also wie ich das rausgefunden habe, muss man einfach... Da leuchtet ein Knopf. Muss man einfach campen gehen und dann ist eigentlich die Waffe schon fertig. Also ein, zwei Mal campen. Und dann vergeht Zeit und dementsprechend hat dann Sid quasi die Waffe modifiziert. Jetzt muss ich mal schauen. Weil ich glaube nämlich in Alt-Lestalium... vorne, dass es dort irgendwie noch eine Jägermission gab. Bin mir jetzt nicht sicher, ich gehe mal dorthin und guck mal nach. Wir schauen einfach mal. Und dann sehen wir weiter. Noct, lass uns im Krähennest essen. Schon wieder? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie dick das Essen dort macht? Ja, ja. Dann halt nicht. Dann schauen wir mal, ob es hier was gibt. Ich weiß es halt nicht mehr. Ansonsten müssen wir das halt irgendwie suchen, wo es was noch zum Jagen gibt. Hat sich Sorgen um euch gemacht. Seid ihr für ein gemütliches Essen hier? Genau, tatsächlich. Tatsächlich. So, Bedingungen keine, alles klar. Das heißt, wir können hingehen und das Teil direkt verhauen. Herrscher des Riffs. Ah, das sind ein paar Krokodile. Ja, kriegen wir hin.
Da ziehen wir den Krokodok mal die Zähne hier. Was geht ab? So, mal gucken, wo die sind. Okay, die sind ziemlich weit weg. Direkt neben dem Wald. Okay, da können wir mit dem Auto hinspawnen. Ja, ich würde mal sagen, wir sind fast angekommen. So, ich glaube, jetzt gleich sind wir angekommen. Okay, die Monster sind auf der Rückseite. Was heißt das? Können wir hier durch? Achso, wir müssen oben bei der Brücke lang. Ja gut, dann gehen wir oben bei der Brücke entlang. Aber dann sind wir auch fast da. Also, let's go. Wobei die Brücke hier auch ziemlich cool designt ist. Naja, halt eine Brücke, ne? Nichts Besonderes, aber ich finde es schon cool gemacht, die Umgebung. Also ich mag das sehr. Das sind unsere Gegner. Hä? Ich habe doch gerade die Königswaffen benutzt. Was ist denn jetzt los? Danke. So, jetzt aber. Na, die halten aber was aus hier, die Schweine. Krokodok hält was aus. So, erstmal die kleinen Fische hier töten. So, und jetzt noch ihr beiden. So, machen wir mal Zyklon, mal gucken, was es abzieht. Mach dich auf was gefasst. Da! Wobei ich irgendwie Zyklon gar nicht so mag, diese Attacke. Ich weiß gar nicht, warum ich sie so viel benutze. Also im Prinzip benutze ich die eigentlich nur, eigentlich wollte ich sie ein bisschen leveln. Damit die auch noch voll ist. Ansonsten ist, glaube ich, sein Dämonenbrecher viel geiler, oder? Was meint ihr? Schreibt es in die Comments. Jo, jetzt erstmal hier einen Heiltrank schlucken. Und das war's. Beide gleichzeitig synchron besiegt. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Oh mein Gott, cool, was? Bernsteinsuppe, edle Bernsteinsuppe. So, diese Krokodile haben wir besiegt. Und auch diesen Krokodok haben wir die Zähne gezogen. Spiel da, Spiel mit dem Krokodil. Das ist der Krokodok. Krokodok. Ja. So, würde ich mal sagen, zurück. Die Mission abgeben. Wie wär's mit einer Pause? Nee, Pausen gibt's später. Erstmal wollen wir hier die Mission abgeben. Erst das Vergnügen, dann. Nein. Willkommen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So rum. Na, geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wir brauchen noch 7 Punkte. Noch 7 Punkte. Ich weiß jetzt nicht, wo wir noch was annehmen können. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich jetzt erstmal umschauen. Seht euch in Ruhe um, wo ihr schon also im Prinzip umgucken, wo es noch Jägermissionen gibt. Ich weiß es nicht. Und wenn ich dann was gefunden habe, geht es dann hoffentlich weiter. So, hier haben wir nichts. Dann gehe ich mal auf Suche. Ich habe keine Ahnung wo. Aber wenn ich was gefunden habe, sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt lange hin und her gesucht und wir haben was gefunden. Und zwar hier. Hier vorne bei dieser Ortschaft. Raststätte Long White. Oder Long White, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier gibt es einen Mob noch zu jagen. Und das machen wir jetzt auch noch. Und zwar handelt es sich hier um Yojimbo. Für eine Handvoll Gil. Level 61. Das ist nur nachts. Vielen Dank. So, und der bringt uns auch nochmal hier 4 Punkte. Das heißt, dann fehlen uns nur noch krasse 3 Punkte.
Und dann sind wir Rang 9. Und dann können wir auf jeden Fall oben, da bei den Sümpfen, ich weiß nicht, wie diese Ortschaft heißt, da wo ich den Schlüssel bekomme für diese ganzen Dungeon-Tore, auf jeden Fall da gibt es. Schmeckt alles aus. Da gibt es dann weitere Jagdaufträge. Und ja, jetzt gehen wir erstmal Yojimbo killen. Der auch irgendwo hier hinten ist. Naja, kein Problem, unser Auto bringt uns dorthin. Und da nähern wir uns dem Ziel auch. Ignis, halt mal an. Genau, halt mal hier an. Verstanden. Wir steigen hier aus und laufen den Rest zu Fuß. Denn da können wir auch Musik hören. Da wären wir also. Was wir seit einiger Zeit wissen, dass man auch unterwegs Musik hören kann. So sieht's aus. So. Yeah. Oh, das tut echt gut. Das tut echt gut, das alte Zeug zu hören. Das könnt ihr mir gar nicht glauben. Und wer es mir glauben kann, Glückwunsch, weil es ist wirklich so. Es tut echt gut, das alte Zeug zu hören. So, jetzt die Frage, wo ist der Gute? Wo hat er sich versteckt? In den Bergen? Du wirst mir nicht entkommen, ich werde dich schon finden. Warte mal, hier ist keine Höhle oder sowas, ne? Ne, hier ist keine Höhle. Die Fragen der Fragen ist, wie komme ich da hin? Ah ja, hier wartet er schon. Da ist er auch schon. Scheint, als wären wir fündig geworden. Ja. Level 54, das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch ein Witz. So, gleich kriegt er richtig Dresche. Aber so richtig. Für dich. Danke dir. Danke. Oha. Du kannst doch nicht einfach Claudio töten. Schäm dich. Nur weil du ein Buttermesser hast, ja? Claudio! Um diesen Schwertschwinger kümmere ich mich. So, jetzt gibt's richtig Trische. Oha! Was soll das? Ich konnte. Das ist ja gar nicht gut. So, mal gucken, ob der Zyklon hier was nützt. Tut mir leid. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, danke. Ich denke mal, es wird Zeit. Für ein Feinelixier. So, mit dem Konter besiegt. Wie geil ist das? Ja, dann würde ich mal sagen, wir haben das geschafft und jetzt will ich doch hier das Zeug nochmal. Was gibt's hier? Genau, hier wollte ich irgendwas fahren. Diese komischen Eier, die ich immer 99 kaufe für die Magie. Aber das ist viel günstiger, die zu kaufen, als dass man die hier farmt. Das dauert ja Jahre. Deswegen, nee, wir gehen jetzt wieder zurück. Ja, auf zum Auftragsgeber. Noct, lass uns im Krähennest essen. Schon wieder? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie dick das Essen dort macht? Ja. Dann immer dieser gleiche Spruch. Der Prompto kriegt nie seinen Mund voll. Ja, so, ja, hier, einmal Yojimbo besiegt. Bitte belohne mich. Willkommen. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Sehr nice. So, wir müssen noch irgendwo eine Mission machen. Dann sind wir Level Up. Und dann sind wir auf 9. Was darf sein?
So, hier gibt's nichts mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich muss halt wirklich durchgucken, so wie ich das gerade gefunden habe. Da habe ich auch 2-3 Ortschaften abgesucht und habe das gefunden. Ja. Dann würde ich mal sagen, mein Part endet hier. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, der Part. Mein Name ist Gelato86 und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet im nächsten Part wieder ein. Würde mich auch natürlich freuen über eine Bewertung. Kommentare, Däumchen hoch, Abo, das ganze Programm. Und ja, bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.